Kleiner Spaß mit dem Banner. Dieses Klauen des Banners, was die da die Bösen gemacht haben, das gibt's ja in echt ja immer noch bei Verbindungen, bei Studentenverbindungen zum Beispiel. Mhm. Da klauen die sich ja gegenseitig die Flaggen. Mhm. Und dann muss die Verbindung, die das Banner zurückhaben möchte oder die Flagge zurückhaben möchte, muss, ist in der Regel ist ja eigentlich, glaube ich, immer Saufspiele, die man dann überleben muss. Mhm. Ja. Habe ich gehört. Gehört. Warst du etwa in der schlagenden Bruderschaft? War ich. Warst du? Ja, war ich. Ich war in einer scharfschlagenden Verbindung. Für 6 Monate. Und nach etwa 3 Tagen wusste ich, die 6 Monate werde ich nicht verlängern. Wo gibt's denn das hier? In Deutschland gibt's das. Gibt es. Gibt echt? Immer noch schlagende, vor allem scharf schlagende Verbindungen. Okay. Verstehe ich, kann ich. Schmitze hast du? Gar keinen, weil ich das einmal gemacht habe. Am ersten Tag habe ich das mitgemacht mit den, da haben sie aber noch stumpfe Waffen gehabt. Genutzt zum Training. Und dann haben sie mir erzählt, ja, wir machen das übrigens scharf. Und dann haben sie mir erklärt, was das heißt, scharfschlagend. Und dann dachte ich mir so, nee, ist klar, das machst du nicht. So doof bist du nicht. Dass du mit einer scharfen Waffe auf deinen Kopf schlagen lässt und dich nicht bewegen darfst dabei. Bitte? Quatsch. Bin ja wohl. Total. Du musst halt besser als dein Gegner sein. Das ist richtig. Aber, weißt du, stumpf wäre was anderes. Dann wäre das noch so ein sportliches Ding, wo du halt sagst, von wegen, ja, okay, einfach der Wettkampf zwischen zwei Verbindungen, wo es einfach aber um den Spaß und den Wettkampf geht und nicht darum, sich gegenseitig zu verletzen. Ja, das ist Quatsch. Das ist doch eigentlich bestimmt nicht erlaubt, ehrlich gesagt. Ach, doch. Bestimmt irgendwie in den Vereinsstatuten stehen, dass es okay ist und so. Die verseuchten Kreaturen. Wieso, Wolfi? Du kennst es eigentlich auch sehr gut. Warst du in einer scharfschlagenden Verbindung? Mangel hatten wir bis jetzt. Nein, das kenn ich ja gar allerdings kenne ich genügend, die in einer waren. Ich habe selbst jahrelang Wettkampf gemacht. Ist und da kennt man, da lernt man das mit der scharfschlagenden Verbindung, oder wie? Das unter anderem gibt? Auch, dass die meisten scharfschlagenden oder insgesamt schlagenden Brüderschäfte nicht ganz so nett sind. Was meinst du mit nett? Also, dass die so leicht rechtes Gedankengut haben. Was? Also, ich hatte überhaupt gar nicht das Gefühl, dass die Verbindung, in der ich da für 6 Monate war, sexistisch, frauenverachtend und leicht rechts war. Also, warum warst du 6 Monate da drin? Weil ich 50 Euro pro Monat Miete bezahlt habe, dabei Internet mit drinne war und eine Haushälterin, die Mittagsessen gekocht hat. Ach so. Und das war sozusagen das erste, die ersten 6 Monate in einer neuen Stadt, wo ich gedacht habe, hey, du hast jetzt 6 Monate, wo du dir eine neue Wohnung suchen kannst, vor Ort direkt. Und du musst dich um nichts derweil kümmern. Ja, okay. Es war so angenehm. Mal abgesehen, also ich habe nicht mit denen geredet nach dieser ersten Woche. Ich wollte sagen, wenn du nicht gezwungen wirst zu irgendwelchen Sachen, dann ist ja gut. Ja, du hast halt, also jedenfalls da warst du, du hattest halt 6 Monate Beschnupperphase, wo du gucken kannst, ist das was für dich. Die können gucken, bist du was für die. Weil es ist ja dann sonst lebenslänglich. Also das ist ja dann halt für immer. Ja, wenn du in eine Verbindung eintrittst, ist es für immer. Also, ja, das ist nicht wie mit Ehe, also weißt du, da ist die Ehe weniger wert. Ja, ist dann halt Blut mit Blut besiegelt, oder was? Ja, wenn der auf jeden Fall. Das ist ja mehr so ein Clan oder so. Ja. Das ist ja bestimmt gar nicht erlaubt hier in Deutschland. Also, das ist. Klug-Klug-Clan, ey. Und, die Vorzüge, die danach kommen. Sind schon gut. Sind schon nicht schlecht. Ja. Also, du kriegst da. Du hast dann, Fuß in der Tür bei so mancher größeren Organisation. Ja. Also Bundeskanzler werden. Zum Beispiel. Also du hast halt, nee, du hast halt in der Politik alles, was irgendwie politisch oder sowas ist, die kennen halt, also die kennen Leute oder da sind Mitglieder, sind in der Politik oder in irgendwelchen Vorständen und weil das ist ja halt lebenslänglich, das heißt, du bist auch dann später danach immer noch Teil davon und unterstützt dann die neuen Mitglieder auch entsprechend. Und gibst denen dann halt Praktikumsplätze oder dann irgendwelche Plätze in den, nicht in den Einstiegsrängen, sondern gleich ein bisschen höher. Du hast halt nichts für mich. Schon Vorteile davon. Ich hatte, bei mir war es dann noch dazu, dass die, wo ich war, nichts mit meinem Studiengang groß zu tun hatte. Ich hatte also dann nicht da irgendwie große Verbindungsmöglichkeiten. Das war noch ein weiterer Grund, weswegen für mich das nichts war. Ich unterschreibe ja nicht mal 3 oder 4 Jahresverträge. Also, ich bin ganz ehrlich, wäre das mit dem Scharfschlagen nicht gewesen und hätten die was für mich irgendwie was bieten können, wäre das vermutlich schon was anderes gewesen.
aber das war halt zu viel Spinner. Und dieses Frauenverachten war dann halt nochmal ein i-Tüpfelchen dazu, wo ich denke, so ganz ehrlich, mit denen möchtest du dich auch nicht unterhalten. Also, abgesehen davon, dass du nicht mit denen ein Leben lang irgendwie verbunden sein möchtest, willst du denen mit denen nicht mal reden. Ja, ein Ding, alles. Und da habe ich dann zum Beispiel wirklich auch das miterlebt, dass die Flaggen geklaut haben und dann kamen die anderen Verbindungen und mussten dann Sauftouren da machen. Oder Saufprüfungen machen. Ja, okay, gut. Das kann man dann nachvollziehen. Die haben ja auch die Prüfungen bestanden, ohne wirklich was machen zu müssen. Der Prof war ja vermutlich auch in der Verbindung oder ja, irgendwie gut, sowas. Was kennt man eigentlich nur aus den Filmen, da aus diesen Verbindungen da an den Colleges teilweise oder ja, so. Und ich dachte, ja, genau so ist das. Ja, und ich dachte, genau. Ich dachte, als ich da hingekommen bin, so wegen so, das ist doch nur im Fernsehen so. Und dann denkst du so, es ist nicht nur im Fernsehen so. Dann Ding ein. Es ist so skurril. Es ist wirklich... So wie du es in den Serien siehst, 1:1 eigentlich, ja. Abgesehen von den Partys. Nein! Das würde ich unterschreiben, nein, dass auch die auch so waren. Die haben eine eigene Villa da gehabt. Mitten in der Innenstadt. In der Nähe des Campus. Ich meine jetzt nicht diese Riesenpartys, sondern eher so gediegenere, kleinere Partys. Zum Schutz eines Sonnenelfmagiers. Was, erklär mal mehr. Film mal mit Worten. Die Lücke in meinem Kopf. Zauberpest untersucht. Ja, nicht so eine riesen College-Studenten-Verbindungsparty, sondern so, also alles, was ich gehört habe, sind die Leute eher so dieses gehobenere Gedöns. Das gab's auch. Also da gab's dann auch schon edlere, wo dann halt auch Damen mitgebracht wurden, die offensichtlich dafür bezahlt wurden oder sich bezahlen haben lassen. Und die dann wirklich so auch im engeren Kreise waren, also wo dann nicht irgendwie Leute von außen groß reinkommen. Das gab's auch, das stimmt. Ich habe ein Wahlparking mit einem Rang 15. Kennen wir das nicht aus Ice White Shut oder so? Mit Nicole Kidman und Tom Cruise? Habe ich nicht geguckt. Oh. Oder was meinst du? Das ist da auch so. Okay. Ja. Also es ein Wahlpaket. Rang 15 Runensteine. Ja, das ist krass, ne? Ein Rang 15 Runenstein. Das ist gut. Vor allen Dingen kannst du alle möglichen wählen. Da lohnt sich ja ein paar Charaktere hochzuziehen hier. Ja, aber die sind gebunden. Ja. Das ist charaktergebunden. Ja, aber wenn du den Runenstein rausholst, ist er auf jeden Fall auch gebunden? Ja. Ja, kann ja sein, dass das nur das Paket ist manchmal. Nee, wird beim Aufnehmen gebunden. Okay. Wolfi, was soll ich? Ja, ist charaktergebunden. Sorry? Ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Weil ich halt auch dachte, das gibt's nur im Fernsehen und nein. Ja. Ist ja echt ein Ding. Stimmt, diese großen College-Partys, wo dann irgendwie ganz, ganz viele dabei waren und das gab's dann nicht. Aber die haben halt wirklich dann so sehr alkohollastige Partys gefeiert im engeren Kreise und es war interessant. Muss man auch wollen, ja. Ja, also... Es gibt mich so langweilig. Es gibt, glaube ich, Personen, bei denen das richtig gut ankommt und die da ein guter Teil von sind. Für mich war das auch nichts. Das sind immer die Leute, denen man einen neuen Kick brauchen. Ja. Wir dachten, dass wir den Abgrund ganz alleine bereinigen könnten. Damit lagen wir falsch. Wer bist du und wieso bist du nicht von der Zauberpest befallen? Rill Iron Lance. Haben wir nicht die Quests hier abgespeckt oder so? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es viel mehr gewesen. Haben sie. Sie haben die komplette Geschichte weil du hast ja wie Linkletter ist ja alles noch nicht passiert mit Linkletter. Mit Linkletters Frau im Zauberpestturm und so ein Kram. Und deswegen ist weder sie noch er hier. Und diese ganze Geschichte um Linkletter und seiner Frau, die normalerweise hier jetzt auch wäre, ist komplett weggestrichen. Die Energie der man muss auch nicht mehr die Sklaven befreien oder die Gefangenen, Freund. Die es hier gibt. Als Magier interessiert mich alles Arkane. Gab's auch mal als Quest. Ist da keine Ausnahme. Ein Soldat der Narbenkompanie hat nach Hilfe bei einem Problem im Arkanisten gesucht. Wir müssen mit dem Magier Kortmann Kraftquelle, um die Verzerrungsspur aufrechterhalten zu können. Wo. Hat glücklicherweise doch beim Friedhof magische Relikte Gegenstände verzerrter Magie. Ich bin ja da. Ach so. Quarthon hat euch gesandt, um hier zu helfen?
Es gibt ja einen kleinen alten Friedhof. Ja, vor allen Dingen, das ich meine auch noch, wie das mal zurück zu Neverwinter, zu diesem Gebiet hier. Musst dir überlegen, dass du mit Leuten Seite an Seite kämpfst, verlassen von allem, was oben, von allem Guten dort oben, die dir irgendwie helfen können, und du weißt, dass deine Freunde und du irgendwann, oder deine Kameraden und du irgendwann der Zauberpest dann heimfallen und zu dem werden, was ihr bekämpft. Großartig. Durch die Zauberpest. Also, das ist... Deswegen bringen sich die meisten auch vorher um. Ja, fertig. Also, das ist schon echt krass. Dieser ganze Abgrund ist storytechnisch eigentlich sehr, 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 sehr schwer, finde ich. Ist ein sehr, sehr schwerer Story-Abschnitt. Und das wurde durch Linkletter und sowas einfach nochmal ein bisschen verstärkt, fand ich jetzt persönlich. Das hat auch relativ lange gedauert hier früher. Finde ich. Finde aber auch ganz gut, dass das hier mit diesem, das immer tiefer geht, dass du immer weiter runter in den Abgrund schwebst und das immer schlimmer wird. Also oben ist ja noch alles relativ heile gewesen und interessant, ne? Und hier schweben jetzt schon überall die Steinbrocken langsam rum und die Häuser sind alle völlig zerstört. Oben waren die Häuser noch wenigstens halbwegs intakt, hier ist alles zerstört schon und dann wird es halt immer, immer schlimmer. Warte, erinnert mich so ein bisschen an Inception. Ja. Schöner Film. Oder? Ich muss noch irgendwas machen. Ja, ich muss noch ein Siegel platzieren. Ach, dankeschön. Richtig gut gemacht. Und hier müssen wir mal ganz kurz... in die tieferen Ebenen reinkommen, ne? Ja. Und hier müssen wir mal gucken, weil es könnte... Irgendwo muss hier noch ein Geschichtenerzähler sein. Wahrscheinlich da, wo die alte Quest war. Warte mal, es müsste hier drüben sein. Kommt man hier noch runter? Warum ist hier auf der Karte Gebiet eingezeichnet, das nicht begehbar ist? Vielleicht kommt das wieder. Nein, ich glaube nicht, dass sie die Karte verändern. Mitten in der Quest. Also hier drüben gab's mal, ich glaube hier war das. Ja, hier bei dir hat sie immer noch eine Quest abholen können. Ja, ich erinnere mich. Minsk, was machst du denn da? Wer greift hier einfach eigenständig irgendwann an? Ja, seit Minsk. Er zerstört das Böse. Das Böse! Auch hier habe ich das. In Herr der Ringe hast du 10 Buttons, um den Begleiter einzustellen. Ob der angreift oder defensiv ist oder sonst irgendwas. Wir reden hier von Neverwinter Online. Der macht irgendwas hier. Ja, aber der kann nicht einfach angreifen. Wieso nicht? Das ist Minsk. Der kann das. Der sagt, was Minsk macht, ist richtig. Ich muss ja wenigstens sagen, was er machen soll. Hier ist nochmal... Hier muss man nie hin. Ich hoffe nur, dieser Dwarven weiß, wovon Ereignis er Torbrecher? Ich kann mit Stolz behaupten. Was ist denn Torbrecher? Lehrlingsflucht? Jetzt ist man hier unten. Hier muss man aber nie hin. Oder irre ich mich? Müssen wir in die Lehrlingsflucht? Questtechnisch? Habe ich was verpasst? Kata? Ja? Das ist hier, wo man die Kristalle zerschlagen muss. Aber muss man hier, das... Hier kam man früher hin. Ja, früher schon. Aber muss man jetzt da noch hin? Ja, jetzt. Okay, dann ignoriere, was ich erzähle. Ich war einfach zu voreilig. Wo wir gerade die Pestkristalle zerstören. Okay. Könnt ihr uns bei. Gut. Hört doch mal auf den Heiler, der weiß, was er macht. Naja. Also, ich bin jetzt einmal neuerdings in der anderen Rolle. Aus Heilen. Das sehe ich nicht so. Hallo. Ich glaube, die Soldaten muss man nicht mehr killen, oder? Nein, wir müssen nur Pestkristalle zerschlagen. Links zieht einmal sein Schwert durch, aber dann ist er nicht durchtrennt, der Typ. Das ist auch bekloppt. Ist nicht durchtrennt, das ist schon unhöflich. Ja, so wie der ausholt, müsste da eigentlich ein bisschen mehr passieren. Ich muss sagen, man kennt ganz schön Spam als Healer. Ja. Und du hast ja 1000? Ja. 1000 Darbietung? Kannst du richtig spammen. Und du kannst auch die ganze Zeit in dem Darbietungsmodus ja auch theoretisch bleiben. Nein, kannst du nicht. Naja, mit 1000 kannst du schon die ganze Zeit im Darbietungsmodus bleiben.
Nein, das bricht ja so, gleich ja. sofort ab, sobald du irgendwie ein Lied gespielt hast. Ich meine, danach kannst du sofort wieder reingehen. Das hat alle, allerdings immer wieder einen Cooldown. Also reiten wir mal noch hier alles ab, ob hier irgendwo... Ich habe welche hier. Einen noch, ich bin schon fertig gleich, warte. Wir sind schon lange sind fertig. Ich suche eigentlich gerade nur noch die... Achso, den... ja, jetzt habe ich auch fertig. Achso, jeder muss das einzeln machen, okay. Die Sache zählt wieder zusammen. Leider nein, leider okay. nein. Dann geht das natürlich nicht. Yay! So, werden die Pestkristalle zerstört. Die Energien der... Ich habe gespürt, wie die arkane Energie bei der Zerstörung der Tore nachließ. Das ist alles Wahnsinns. Das ist doch Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Kathedrale? Was passt hier sogar mit der Hölle? Eine falsche Botschaft der Selbstaufgabe im Angesicht der Schrecken der Zauberpest. Zenobiv muss unschädlich gemacht werden, doch sie verbirgt sich tief in den Ruinen der alten Kathedrale von Mystra, die durch mächtige magische Schutze versiegelt ist. Die Akolyten können diese Schutze mit Hilfe von magischen Talismanen passieren. Tötet die Akolyten des Verderbens ja, und sucht töten. Ihre Leichen nach einem Talisman der wir blauen töten. Flamme ab. Verwendet den Talisman, um in die Kathedrale zu gelangen. Auch das machen. Was mit der gefreiten Talirin ist auch nicht mehr da. Ja, die haben ganz, ganz viel, also die ganzen Nebenstorys haben sie im Endeffekt alles rausgeschnitten. Zu welcher Gruppe? Die. So, wir müssen jetzt eine komische blaue Magier killen, oder? Ja, einen. Den richtigen. Den einen. Das hier ist die Kathedrale des Wahnsinns? Ja, das ist die Kathedrale des Wahnsinns. Hallo, ich bin da. So, hier waren alle falsch. Ich hab meinen. Toll. Du hast den für uns alle. Sehr schön, guck mal, ist doch schön. So freundlich bin ich. Guck dir den an, guck dir den an. Wie nett ich mal Teamwork. Ja. So ist Elke. Teamplayer. Elke ist ein Teamplayer. Da ist bekannt. Aber lass mal noch ganz kurz oben gucken, weil hier ist so viel Gebiet, was alles da oben ist, zum Beispiel ein Ausspielstein, wie ich gerade noch sehe. Und ich suche ja immer noch den Geschichtenerzähler. Ich sehe überall einen, ne? Nicht. Also hier oben ist der Ausspielstein drin, ne? Hier ist auch niemand. Hier? Müssen wir nur gucken, wie man da reinkommt. Nein! Keiner hier, keiner da, keiner dort, keiner nicht. Da oben ist der Ausspielstein. Falls jemand den Ausspielstein haben möchte, hier. Diesmal. Wenn man da hinkommt. Von hier oben reinspringen. Du bist ja ganz woanders. Warte mal. Wo seid ihr denn? Ei. Bin ich ja ganz falsch. Ja. Hier ist noch ein Tor. Da oben. Ja, da war ich doch eben. Ja, da ist der Ausspielstern drin. Da musst du nur irgendwie reinkommen. So geheimnisvollen Grotte. Das war ganz unten, oder? Hm, weiß ich nicht. Also ja, ganz unten müssen wir auch noch hin, das stimmt. Er wird sich höchstwahrscheinlich ganz unten befinden. Ja, es ist nicht so leicht. Es gibt aber die Möglichkeit, da irgendwie reinzuglitschen. Oder rein zu springen. Ich kann irgendwie gerade nicht springen. Ich weiß nicht, warum ich nicht mehr springen kann hier. Ha, drinne. Toll. So, ja, weiß ich. Ah, die Kathedrale des Wahnsinns. Runtergefallen. Aha. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.